Hey Leute, willkommen zurück bei Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper und wir haben jetzt hier in der Baker Street unsere Beweisaufnahme beendet und wir kehren zurück nach Whitechapel und zwar wollen wir ja diesen Tumblety stellen, also gehen wir zur Polizeistation, denn dort wird er ja festgehalten. Zurück zur Pension. Ach, zur Pension müssen wir? Ach ja, richtig. Ach, der Tumblety ist ja... Ach, der ist ja, das haben wir im letzten Part gehört. Der ist ja gefangen genommen worden von der Polizei, aber dann freigelassen worden. Und wir wollen ihn jetzt an der Pension abfangen, damit er mit seinem Koffer nicht einfach abhauen kann. Genau so war's. So. Hallo Finlay. Ah, hallo Finn. Er ist hier, der Arzt ist hier, oben in seinem Zimmer. Ich habe ihn durch meine Haustür beobachtet und gesehen, wie er die Treppe hinaufgegangen ist. Ich glaube, er hat eine Pistole. Haben Sie bezüglich des großen Koffers das gemacht, was ich Ihnen gesagt habe? Ja, ich habe ihn mit Steinen gefüllt und dann abgeschlossen. Sollen wir die Polizei rufen? Nicht notwendig. Gehen Sie in Ihre Wohnung und verschließen Sie die Tür. Wenn Sie einen Schuss hören, schreien Sie so laut, wie Sie können. Watson, wir müssen diesen Mann um jeden Preis entwaffnen, bevor wir versuchen, ihn zur Rede zu stellen. Kommen Sie und halten Sie Ihre Pistole bereit. Okay. Jetzt wird's ernst. Brauchen wir Nerven aus Drahtseil? Haha. Keine Bewegung, oder ich schieße. Wer? Aber was geht hier vor sich? Bravo, Watson. Ich nehme alles zurück, was ich über Ihre unbedeutende Rolle in unseren Ermittlungen gesagt habe. Hören Sie, Herr Polizist. Ich habe Ihren Kollegen auf der Station bereits alles gesagt, also... Auch wenn Sie es nicht glauben, Sir, aber wir sind nicht von der Polizei. Wir sind hier, weil wir uns mit Ihnen über menschliche Organe unterhalten wollen. Ein Thema, das Sie sehr zu interessieren scheint. Was? Aber wer sind Sie? Wir sind diejenigen mit dem Finger am Abzug. Hören Sie, Tumblety, sagen Sie uns alles, was Sie wissen, und Ihnen bleibt der Strick oder eine Kugel erspart. Haben Sie in den letzten Monaten versucht, an weibliche Fortpflanzungsorgane zu gelangen? Darum geht es also... Ach, ihr Engländer, hören Sie, ich bin tatsächlich im Besitz einiger pikanter Sammlerstücke. Sie sind mir lieb und teuer und ich lasse keine Gelegenheit aus, um sie meinen Freunden zu zeigen, egal zu welchem Anlass. Wenn Sie wüssten, was in mir vorgeht, wenn ich die jungen Männer dabei beobachte, wie sie mit großem Erstaunen und Ekel ihre Blicke über diese weiche und schwabbelige Haut schweifen lassen, die sie sonst immer mit inbrünstiger Leidenschaft anbeten. Du bist ein Spinner. Frauen stoßen mich ab, Gentlemen. Sie gehören mit zu den Schlimmsten, was die Natur jemals hervorgebracht hat. Sie lügen, sind eingebildet und vor allem ekelerregend. Nein, meine Herren, wir Menschen, sind nicht dafür geschaffen, uns mit diesen Tieren zu beflecken. Und es ist meine Aufgabe, meine Mitmenschen zu belehren, wie es schon die alten Griechen getan haben. Ich weise ihnen den Weg zu maskulinen Bindungen, da nur sie unserer Intelligenz würdig sind. Wahnsinn. Mein Gott, dieser Mann hat seinen Verstand verloren, Holmes. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie versucht, in den Besitz von weiblichen Organen zu gelangen? In der Tat, aber das ist lange her. Damals habe ich in Liverpool gelebt und einige meiner Ausstellungsstücke haben an Frische verloren. Aber trotz der beträchtlichen Summe, die ich geboten habe, sind die Universitätskliniken meiner Bitte nicht nachgekommen. Sie haben befürchtet, dass schlecht über sie geredet werden könnte, natürlich. Mir sind noch nie überheblichere Menschen begegnet als englische Ärzte. Bla, bla. Immer müssen sie mit ihrem arroganten Geschwätz angeben. Und sobald... Halten Sie den Mund, Tumblety. Also, sind Sie der Mann, der all diese Frauen ermordet hat? Ja oder nein? Bedauerlicherweise nein. Wäre ich an weiteren Gebärmüttern für meine Sammlung interessiert gewesen... hätte ich sie aus den Vereinigten Staaten kommen lassen, wo mich der ganze Spaß viel weniger kosten würde als hier.
Oder ich hätte in London ein paar Goldmünzen auf den Tisch einer Leichenhalle oder eines Krankenhauses gelegt. Und sie hätten mir die Organe mit Handkuss verkauft. Ganz zu schweigen von dem hohen Risiko. Zuletzt waren Nieren das große Thema, nicht wahr? Ich denke, ich könnte schon morgen eine Niere für weniger als ein Pfund beschaffen. Lange Rede, kurzer Sinn, Gentlemen. Ich kenne Ihren Mörder nicht, ebenso wenig seine Beweggründe. Aber sollten Sie ihm eines Tages über den Weg laufen, bestellen Sie ihm Grüße und meinen tiefsten Respekt. Jetzt sind Sie zu weit gegangen. Beruhigen Sie sich, Watson. Lassen Sie sich nicht provozieren. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Doktor. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, verlassen Sie England so schnell wie möglich. Jeder weitere Tag, den Sie in diesem Land verbringen, stellt eine große Gefahr dar, der sich ein intelligenter Mensch eigentlich nicht aussetzen würde. Und meine Pistole? Ohne die Pistole wird es für Sie sogar noch gefährlicher. Wahnsinn. Können wir diesem Mann Glauben schenken, Holmes? Er kann nicht der Mörder sein. Und seine Geschichte bezüglich der Organe klingt schlüssig. Aber wir können es uns nicht erlauben, selbst das geringste Risiko einzugehen. Ich werde meine kleinen Informanten aus der Baker Street damit beauftragen, ihn im Auge zu behalten. Hört her, Kinder. Wenn Tumblety die Pension verlässt, folgt ihm unauffällig. Und gebt mir morgen so früh wie möglich Bescheid, wo er sich aufhält. Verstanden? Verstanden, Captain. Okay, wieder in der Baker Street. Sie sind schon fertig, Holmes. Was gibt es Neues? Ich warte bereits seit mindestens einer Stunde auf Sie, Watson. Seit 5:10 Uhr. Wie es scheint, hat sich eine neue Tragödie ereignet. Die kleinen Informanten waren hier und haben mir eine Adresse gegeben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau wir suchen müssen. Versuchen wir es trotzdem. Zur Not helfen uns die Kinder weiter, sofern wir ihnen über den Weg laufen. Okay. Das kommt uns auch bekannt vor. Wir kommen nicht weiter, Holmes. Doch, Watson, wir nähern uns der Straße, die ich vermutet hatte. Aber ich war mir erst etwas unschlüssig. Deswegen haben wir einen Umweg gemacht, um wirklich sicher zu gehen. Wenn ich den Namen sehe, weiß ich Bescheid. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen, Holmes? Der große Sherlock Holmes kann sich ja nicht... Oh, ist da jemand ein bisschen... eifersüchtig? Also dieser Tumblety ist wirklich unglaublich. Maskuline Bindungen, wenn sie nur Männer miteinander verbinden, wie funktioniert das dann mit der Fortpflanzung? Das sollte er als Arzt eigentlich wissen. Oh, da steht jemand. Oh. Guten Abend, mein Herr. Geht es Ihnen nicht gut? Nein. Mein Freund ist Arzt, er kann Ihnen helfen. Gehen Sie da nicht hin. Er ist hierher gekommen und... Gut. Watson, kümmern Sie sich um den armen Mann. Miller's Court. Und was machen wir jetzt? Zur Tür gehen. What? Oh no. Oh Gott. Mein Gott. Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Warten wir lieber auf die Polizei. Ist sie schon unterwegs? Gott, ich weine ja. Oh, meine Güte. Nein. Rufen Sie auch die Polizei, Mister. Ich bleibe hier und halte die Augen offen. Gehen Sie. Nein, ich muss auf meinen Freund warten. Ah, da ist er ja. Watson, sind Sie da? Wie geht es Ihnen? gut, Holmes. Und Ihnen? Was ist passiert? Guten Abend, Sir. Oh, der ist etwas zerstört. Wo sind wir, Watson? In Whitechapel, Holmes. Das hier muss die Dorset Street sein. Ihnen scheint es nicht gut zu gehen. Kann ich etwas für Sie tun? In der Tat, Watson. Ich brauche etwas Ton, ein großes Stück leicht verformbaren Ton. Mhm. Ich würde auch um Wein bitten, aber wie Sie wissen... Macht Wein immer so sentimental. Was ist dort drüben? Eine Reise, von der man nicht wieder zurückkehrt, Watson. Glauben Sie mir, gehen Sie dort besser nicht hin. Oh. Eine Reise? Hinter dieser Tür, in diesem Zimmer? Um genau zu sein, handelt es sich dabei nicht um eine Tür, sondern eher um ein...
Portal, um eine Schwelle. Und was sich dahinter verbirgt, ist nicht von dieser Welt, Watson. Ein Ort jenseits von Raum und Zeit. Das Werk eines wahnsinnigen Künstlers, der sein Talent dazu genutzt hat, um uns Zugang zu dieser Welt zu verschaffen, Watson. Jenseits dieser Schwelle lauert ein Abgrund. Die Hölle. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Polizei hier ist. Und mit dem Beamten meine wertvolle Zeit zu verschwenden, wäre das Letzte, wonach mir jetzt ist. Können Sie mich nach Hause bringen? What? Also unser Holmes ist etwas verstört und der Watson kann es nicht ganz nachvollziehen, aber der arme Mann... Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Ja, ob er zurechtkommt. Na gut, dann gehen wir ja wieder nach Hause, also zur Baker Street, wenn ich das richtig sehe. Okay. Dass man da schnell weg will, das ist klar. Wein und Ton und er formt die Leiche aus Ton nach. Sie sollten sich hinsetzen und auch einen Happen zu sich nehmen, Holmes. Mrs. Hudson hat einen Leckerbissen auf den Tisch gezaubert. Der Braten ist zart und saftig. Wenn Sie mir doch nur verraten würden, was in dem Hinterhof war. Die Antwort, Watson. Die Antwort, Holmes? Ja, die Antwort auf eine Frage, die Sie mir vor einigen Wochen gestellt haben. Wie in Gottes Namen kann die Antwort auf eine meiner Fragen in diesem Hof zu finden sein? Und welche Frage meinen Sie überhaupt, Holmes? Wie unser Mörder die Grausamkeit seines letzten Verbrechens noch übertreffen kann, Watson. Allerdings. Oh, okay. Und dann das Blut dazu. Habe ich nicht gesagt, dass Wein sentimental macht? Sentimental? Wollen Sie damit sagen, dass... Ja, genau das habe ich in diesem Raum vorgefunden. Bei der Farbe haben Sie nachgeholfen und es fehlt nur der Gestank. Aber darauf wollen wir lieber verzichten. Ja, genau. Die Leiche wurde überwiegend durch das Entfernen großer Fleischstücke verstümmelt. Ich habe mir alle Einzelheiten in mein fotografisches Gedächtnis eingeprägt. Form, Größe und Körperstelle. Mit dem weichen Ton und Ihren medizinischen Fachkenntnissen können wir versuchen festzustellen, welche Organe fehlen. Sollten wir nicht lieber auf das Gutachten des Gerichtsmediziners warten? Oh ja. Ganz sicher nicht, Watson. Nicht. Dieses Blutvergießen bleibt schon zu lange ungesühnt. Ich versichere Ihnen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um Jack the Ripper noch heute Nacht aufzuspüren. Noch heute Nacht? Okay, noch heute Nacht, das hört sich so an wie das letzte Kapitel des Spiels. Holmes, ich fühle mich nicht besonders gut. Ja, das fühlt sich der Holmes auch nicht, denn der hat's live gesehen und du siehst es nur anhand einer Tonfigur. Watson, wir sollten den Körper dieser armen Frau rekonstruieren und genau unter die Lupe nehmen. Ihr medizinischer Rat ist dabei unbezahlbar. Holmes, ich fühle mich nicht besonders gut. Gut, ich verstehe. Ich komme schon allein zurecht. Ihre Kehle wurde wie bei den anderen Opfern durchgeschnitten. Der Einschnitt ist besonders tief. Und was habe ich jetzt? Okay. Okay, ich klicke jetzt hier. Wahrscheinlich muss ich... da ist das Glas Wein. Ah, okay, die Pinzette. Okay. Im Brustkorb waren Einschnitte zu erkennen, als hätte der Täter die Lunge untersucht. Die Leber wurde sorgfältig herausgeschnitten. Okay. Weißt du nicht genau, was das alles für Organe sind? Das wird wahrscheinlich die Gebärmutter sein. Okay. Oh Mann. Das ist schon makaber hier. Offensichtlich fehlt ein Organ. Okay. Ich muss feststellen, um welches Organ von meiner Liste es sich handelt. Ja, das Herz. Genau, das Herz. So, das war's, Watson. Ich habe alles untersucht. Nur das Herz fehlt. Zwei Gebärmütter, eine Niere und jetzt ein Herz. Er hatte alle Zeit der Welt, um das Opfer zu verstümmeln und hat es wie ein Schlachttier ausgeweidet.
aber nur das Herz mitgenommen. Was halten Sie davon, Watson? Watson? Dem geht's nicht gut. Ich wage es gar nicht daran zu denken, wie Sie reagiert hätten, wenn Sie die Leiche gesehen hätten. Ich mache mich wieder auf den Weg nach Whitechapel, Watson, und zwar zu Isaac. Okay. Wenn Ihnen Ihr Herz sagt, dass Sie mitkommen sollen, dann tun Sie das. Ein kleines Wortspiel. Oh Mann, du und deine Wortspiele. Auf zur Schusterei. Auf zur Schusterei. Ja, Leute, ich brauche jetzt nach diesem Schock erstmal eine Pause. Also das war ja jetzt, also, boah. Also es ist schon heftig für dieses Spiel, finde ich. Da wird nichts beschönigt, also das ist mal klar. Zum Isaac, da gehen wir dann im nächsten Part und hoffentlich kommen wir dann diesem Jack the Ripper, nachdem wir jetzt so grimmig entschlossen sind als Sherlock Holmes, möglichst bald auf die Schliche und können ihn dingfest machen. Also bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.